Hallo, hallo, hallo und grüß Gott, liebe Gothic-Verrückte und willkommen hier bei einer weiteren Folge Gothic 2, die Nacht des Raben. Mit eurem heutigen Gastgeber, mir, dem Morit wieder und wir sind live drauf. Wir sind das letzte Mal hier nämlich in Jackende aufgehört. Wir sind frisch angekommen und hätten uns mit dem Magier schon eine ganze Weile unterhalten. Und so das ein oder andere über die Insel erfahren, hätten den ersten Fokusstein bekommen, um die Teleporter zu aktivieren. Und hier natürlich gleich ein netter neuer Kollege kennengelernt, der Alligator Jack. Und der hat uns angeboten, uns mit ins Piratenlager zu nehmen, aber vorher müssen wir mit ihm jagen gehen und das machen wir jetzt auch gleich mal. Lass uns jagen gehen. Gut. Zu zweit ist es ein Kinderspiel. Bist du bereit? Jawohl, geil. Ja, gut. Bleib mir einfach auf den Fersen. Geil. Wichtig hierbei ist, dass mir auch mindestens ein Viech killet, weil sonst kriegt man irgendwie Anmaule von Alligator Jack und sagt, du hast ja gar nichts gekillt, du bist ja also gar nichts zu gebrauchen, du Lappe. Und das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen, weil wir ja so viele Punkte schon in Geschicklichkeit investiert haben, dass wir diese geile Degel. Komm her, Mistvieh! Jawohl, das ist unser, oder? Das Problem ist, dass der halt auch sehr gut im Killer ist und mir schwierig an die ran, also weil er meistens vorausläuft halt. Da vorne müssten ja schon mal ein paar riesige Heuschrecker kommen. Oder eher Gottesanbeterin, also so, das sehe ich eher aus. Links oben, was war links oben, das ist der Troll. Also irgendwo gibt es hier noch so eine alte Burgruine in die Richtung. Da steht halt so ein fetter Troll mit ein paar Snappern oben drauf. Aber der boxt dann halt gleich mal schnell von der Klippe runter. Und dann landet man halt irgendwo unter im Grabe und dann ist man eh gleich her. Also wenn man nicht schon vor dem Boxen vom Troll eigentlich her ist. Hey, Dunkelpilze nehmen wir natürlich mit, wir lassen hier nichts verkommen. Wieso der Dunkelpilze ganz wichtig, wenn er als Magier spielt, immer noch den Mana und ich erwähne es immer wieder gerne, weil ich immer das Gefühl habe, dass es nicht so viele wissen. Okay. Ein Mistvieh weniger. Scheißkill, aber wir können auf jeden Fall die Köpfe einsammeln. Die können wir ein bisschen verkaufen. Die Köpfe sind eigentlich fast zu nichts Nutze. Also mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts ein, für was man diese Köpfe benutzen könnte. Vielleicht für einen Trank oder sowas. Oh, da hinten ist eine Höhle. Aber nehmen wir was anderes mal auseinander. Wir müssen jetzt hier Alligator-Check hinterher. Ja, ganz wichtig. Ja, die hier. Die schnappt uns ab. Easy! Geil. Schöner Kill. So. Typ sagt gleich so, oh, das Fleisch langt nicht. Wir müssen runter in der Canyon. Geil. Und da ist unser erster Piratensäbel. Wobei ich muss sagen, so ein Florett, also so ein kleiner Degen, wo wir hin, ist auch eine ziemlich geile Sache. Und da sehen wir halt mehr so wie die Franzosen, also französische Seele. Der Tag, Hessel. Die Engländer. Hier müssten einige von den Biestern sein. Folge mir. Jawohl, geil. Also, der sagt sich über Tag, er sagt über Canyon. Er sagt so, oh, das Fleisch langt nicht. Wir müssen in der Canyon. Wir speichern aber vorher mal, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Ja, ich dachte, das ist so ein geiler Sprung. Können wir jetzt vorankommen, aber naja. Wow, ja, übertreib halt, Alter. Okay. Ich muss ein bisschen vorauslaufen, damit ich auch was killen kann. Okay. Das ist hoffentlich unsere. Komm her, Mist. Ein Mistvieh weniger. Ja, das langt. Nee, das killt. Das ist das Wichtigste. Das habe ich befürchtet. Geil. Was? Die paar Viecher hier sind gerade mal die Hälfte von dem, was ich brauche. Jetzt müssen wir in den Canyon. Pass auf, tiefer im Canyon wird's brandgefährlich. Jawohl. Wenn dir dein Leben lieb ist, bleib schön dicht bei mir. Marie. Gut, lass uns in den Canyon gehen. Lass uns gehen. Alles klar. Was auch interessant ist, da kommen wir später nochmal hin. Und zwar genau dahinter, in die Richtung, wo man guckt, ist so eine kleine Höhle. Quasi im Wasser oder halt beim See. Und da liegen zwei Leiche drin. Und das sind nämlich Henry und Morgan. Und dieser Morgan trägt einen richtig geiler Ring. Der nicht plus 10% auf Einhänder gibt. Und eigentlich muss man den Ring halt in Hand von einer Quest abgeben, also anhand von einer Quest abgeben. Aber der ist halt so geil. Also wenn man auf Einhänder spielt, ist das wieder eigentlich mit einer der besten Ringe, wo man bis zum Schluss tragen sollte. Weil er einfach diesen 10% Einhandbonus gibt und das kriegst du halt auch wieder nirgends her. Wobei, ich glaube, es steht sogar gar ist wieder so ein Ding, was nicht auf dem Ring draufsteht. Warte, wir trinken erstmal. Schnell was, wir haben ja die Heiltränke. Das ist ja auch so ein Ding, da muss man einfach rumprobieren. Das ist wie mit diesem Einhandschwert vom. Ach, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Da gibt es ja wieder diesen Typ, der hinterm Lagerhaus in Queens. Komm schon! Ja, Kollege, ganz ruhig. Wir sind gerade schon mal auch gekommen, lass uns doch ein bisschen rumgucken. So, dann müssen wir auch nachher gleich wieder zurück.
mit den Holzfällern schwätze, weil sonst wird es echt teuer, wenn wir ins Lager wollen. Und das habe ich echt keinen Bock drauf, obwohl man das Geld eigentlich hätte. Aber so, der so günstig wie möglich zum sein. Auf jeden Fall. Genau, wir waren bei diesen Prozentsachen, die nicht angezeigt werden. Das gleiche gilt ja für dieses Schwert von dem Typen im Lagerhaus, wo mir der Name gerade einfällt. Dieser Schwert gibt ja auch einen 1% Bonus, also auch 10%. Aber das Schwert ist halt kacke, das kann man bloß am Anfang tragen, aber es ist interessant zu tragen. Am Anfang. Wie das gerade so irgendwie gegenseitig aufhebt. Interessant zu tragen am Anfang, deswegen ist ein Anfangsschwert. Oh Gott, oh Gott. Ey, Mann, hat so hin, ey. Wir müssen hier nur alles einsammeln. Komm her, Mistvieh! Alligator-Check kann ja auch schon verwecken, aber den brauchen wir noch später für unsere. Für den Enderdruck im Canyon. Weil ich echt am schadischsten finde, wenn der Alligator-Check drauf geht, weil der einfach diesen geilsten Namen von alle hat. Ich bin der Alligator-Check. Geil. Sind wir hier mal mein halbjähriger Australien-Aufenthalt. Gibt's auch so Leute, die bestimmt so heiß sind. Aber jetzt eigentlich fehlt mir noch so ein Hut. Stimmt, echt, jetzt fällt mir das gerade in Gothic. Also allgemein in Gothic Hüte tragen, hey. Das gab's ja sonst nie. Das hätte ich voll Bock. Also es wäre auch mega geil, wenn man irgendwie hätte Hüte tragen können. Gut gemacht. So jemanden wie dich können wir brauchen. Geil. Bei deiner ersten Jagd gleich eins von diesen Biestern erlegt. Nicht schlecht. Hier, nimm das Sumpfrattenfleisch und bring es zu Morgan, dem Faulpelz. Jawohl. Du findest ihn bei uns im Lager. Er liegt sicher wieder irgendwo. Ach, Morgan am ist der Faulpelz. Ich denke, auf jeden Fall Henry und der andere heißt irgendwie. Am Eingang unseres Lagers steht meistens Henry und passt auf, dass uns die Banditen nicht angreifen. Wenn er dich nicht reinlassen will, sag ihm einfach, dass ich dich geschickt habe. Vielleicht ist er dann ein bisschen umgänglicher. Henry ist etwas übereifrig und markiert immer gerne den Boss. Danke, danke. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Klar, ich bin ein guter Jäger. Ich kann dir zeigen, wie man Tiere enthäutet und ihnen die Zähne zieht. Wenn du willst, bringe ich es dir bei. Bin ich geil. Brauchen wir aber nicht. Wenn du mich suchst, ich bin meistens irgendwo in der Nähe meines Lagerplatzes vor den Palisaden. Alles klar. Palisaden? Geh einfach weiter Richtung Westen. Dann siehst du, was ich meine. Jo. Klar, geil. Wo waren wir genau? Wir haben einfach die Namen komplett falsch ausgesprochen. Also unser Gothic-Namensgedächtnis ist nicht mehr so geil. Vielleicht hätten wir vorher doch noch ein bisschen mehr Gothic 2 spielen sollen, damit man wieder wüsstet, wie es heißt. Weil ehrlich gesagt, hier an Weihnachten das erst gespielt haben. Aber ja. War wieder viel zu viel dazwischen, wo man jetzt sich andere Scheiß machen müssen. Es ist einfach so göttlich jetzt mit diesem Ding. Er macht einfach so gute Damage. So gute Damage. Geil, geil, geil. Wie sehen eigentlich unsere Werte aus? Wie viel haben wir denn? 35 auf Einhänder. Wir haben fast das sechste Level. Und dann gehen wir da immer noch. Ne, wir gehen auf Bogen, weil wir müssen mit dem Bogen mehr Damage machen. Sonst macht das alles ja keinen Sinn, was wir da machen. Was ist unser Sinn? Genau, wir wollten hier nämlich den Teleporterstein aktivieren. Zack. Und Nummer Uno läuft. Dann nutzen wir den noch gleich mal. Naja, kein EP gekriegt, okay. Aber wir holen uns natürlich gleich den nächsten Stein ab. Darian, ich habe die Teleportersteine aktiviert. Ich habe einen der Teleportersteine aktiviert. Oh, geil, geil. Das sehe ich. Habe ich also doch recht gehabt. Ich habe mit den anderen schon darüber gesprochen. Wir wollen, dass du versuchst, alle Teleportersteine zu aktivieren. Es wäre bei unseren Nachforschungen eine große Hilfe, wenn wir schnell von einem Teil der Stadt in den anderen gelangen könnten. Hier hast du einen weiteren Fokusstein. Aktiviere sie alle, wenn du kannst. Ich werde es versuchen. Komm, catch them all! Fokusstein! So, wir testen den aber nochmal zurück. Vielleicht gibt es dann EP. Ja, genau, so ist richtig wieder. Die Frage ist, gehen wir da runter? Weil da unten gibt es auch eine kleine Höhle, da ist Snapperkraut drin. Ja, die können wir eigentlich platt machen. Dann hoffen wir, dass man gut ins Lager kommt. Okay, geil. So, das hätten wir. Weg damit. Da hinten ist aber echt kacke. Das sind die ersten Razor. Und die ficken uns halt brutal jetzt noch. Bräuchten wir echt unseren Endertrupp dazu. Und wo ist sie denn? Da ist sie. Okay, der hat uns noch nicht bemerkt. Gehen wir da schnell rein. Halt auch wieder so richtig geil. Das ist so Gothic. So ein bisschen hinter dem kleinen Busch versteckt. Und dann, wenn man reingeht, wird man halt einfach mit Snapperkraut belohnt. Das ist halt einfach schon eine super Sache.
Ja, man muss sagen, wenn man es aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, fällt es kaum auf. Ja, ist alle eine Sache des Winkels, gell? Ey, was denn so gesagt? It's all about positioning. Grundprinzip des Kämpfens. It's all about positioning. Alles hat mit der Position zu tun. Immer deine Ausgangsposition ist entscheidend. Das ist auch bei Gothic-Kampf so. Ich finde es einfach geil, dass wir jetzt guten Damage austeilen und hier schon relativ gut zurechtkommen. Wenn jetzt nur unser Bogenwert einigermaßen stimmt, dann ist echt geil. Das ist eine super Sache. So, die haben wir weg. Das muss ich mich echt voll entschuldigen. Wir haben ja in letzter Zeit hier relativ wenig Videos hochgeladen, aber irgendwie hat die komplette Motivation gefehlt. Ich weiß auch nicht. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Also mir steckt jetzt schon einiges gut weg. Und ich weiß auch nicht, ich bin heimgekommen, ich schaffe ja gerade wieder viel. Und pff, da kannst du so, boah, ich, ja, so wirklich Bock nicht. Und ich weiß auch nicht, irgendwie kennt ihr das, wenn man gerade in so ein Loch fällt, einfach so, ah, man hat eigentlich auf gar nichts Bock, man will nur pennen, heim, sich ein gutes Hörbuch anmachen und dann pennen. Ja, so geht's mir gerade nicht schon echt viel. Außerdem habe ich Red Dead Redemption 2 angefangen und das zocke ich gerade sehr viel mit Kumpels im Online-Modus. Also geht da auch dementsprechend viel Zeit drauf, was man natürlich auch sagen muss. Sollen wir der Turmkleider ausräumen? Ein interessantes ja schon. Ah ja, jetzt kommen erst noch die Goblins-Kobolde, ey. Was? Die haben den nicht gewonnen-hittet, sorry. Aber eigentlich können wir. Was war denn das? War das Knochen? Okay. Ah ja, die haben die schwere Äste hier angepestet. Gepest. Das ist mir aber auch noch nicht so oft. In das etwas trockenere Holz vom südlicheren Teil der Insel. Ach komm, wir nehmen den Turm auch gleich auseinander. Ja, das ist nämlich auch erledigt. Gucken, ob wir überhaupt treffen. Natürlich, treffen wir wieder nicht. Geil! Jetzt triff doch mal! Jetzt bist du dran! Fuck. Der schießt halt uns gleich mit der Armpistole hoch. Wie der wird das jetzt am besten Deichsel, hey. Ohne das mal. Wir speichern mal, so auf dem zweiten Spielstand. Geronimo! Jetzt bist du dran! Das hast du verdient, wow. Mistkerl. Wow, 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 wow. Alter, das war ja gerade mega unlogisch. Ich habe zuerst geschlagen. Okay. Seine Position gehen, etwas gelernt. Jetzt bist du dran. Wow, Alter, jetzt ballern die uns auch schon mit Armbrüsten ab. Was ist denn da los? Fuck, 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 fuck. Ach du das Scheiße. War's für dich. Boah, habt ihr die Feuerrate gesehen? Na komm, wir probieren es noch einmal. So, aus der Position raus. Jetzt bist du dran. Okay. Alter Walde. Scheiße, ja. Wie mit so einer Maschine quer schießen sie uns hinterher. Erstmal hinter Baumentdeckung. Scheiße. Hier bleibt uns nur das Überraschungsmoment. Jetzt bist du. Nehme ich einen Zangenangriff. Fuck, fuck, fuck. Okay.
Das heißt aber knapp. Armbrust Dietrich. Lass mal speichern hier, den Bips. Oh, ich hoffe, das war's schon. Dass wir die Bandite da erledigt hätten. Nochmal ein guter Schluck aus dem Trank. Geil. So, dann hätten wir das. Aber das reicht natürlich noch nicht. Komm, so. Grobes Schwert. Mich würde echt mal interessieren, was für Werte die immer haben. Weil die müssen ja echt gute Stärkewerte und Geschicklichkeitswerte haben. Weil die halt schon guten Damage machen mit relativ beschissenen Waffen. Das heißt, die müssen halt eine gute Prozentzahl in Einhänder haben. Und er ist quasi auch ein gutes Stärkelevel, weil die können ja theoretisch dann auch jede Waffe tragen, wo sie aussammeln. Also ich habe noch keinen Charakter erlebt, selbst der lumpigste Bauer kann eigentlich schon jetzt dieses 160er-Schwert aufheben, irgendwie und tragen. Das Feuer, da passiert nichts. Haben wir jetzt hier vielleicht einen geilen Bogen, wo wir tragen können? Eschenbogen, so, Eschenbogen, 80. Puh. Alter, wo kriegt man jetzt denn noch 18, also 17 Geschicklichkeit her? Klar, wir könnten jetzt plus 5 geschickt nochmal gehen. Aber das kann doch nicht sein, dass zwischen den 30er Bogen und den 80er Bogen nichts mehr liegt. Das glaube ich jetzt nicht. Wenn wir jetzt ein plus 10 Geschicklichkeitsamulett hätten, dann noch irgendwie plus 2 durch Goblinbären holen könnten. Und dann noch die Plus. Das wäre eine Möglichkeit, den zu tragen. Dann würde ich das mitmachen. Aber wo kriegen wir jetzt ein Geschicklichkeitsamulett her? Plus 10 am Hals. Weil, wenn es Verstärker gibt, dann müsste es ja theoretisch auch für Geschicklichkeit geben. Immer hier gucken, ob alles gelootet ist. Und natürlich der gleiche. Ach, geht da hoch. Ja. Natürlich der gleiche Trick wie bei unseren Bergbanditen auch. Wir gucken da hoch auf den oberen Turm. Ich glaube aber, dass hier nichts war. Ja. Ah, kommt man gerade nicht hoch. Es ist zu hoch. Oder? Ja. Geht hier was? Ja, ist gleich was. Ja, soweit ich weiß, war da oben auch nichts. Deswegen können wir das. Okay, das war jetzt ein bisschen blöd. Shit. Nochmal neu laden hier, Mania-Zeit. Wir machen erstmal eine Fackel an, fällt mir gerade auf. Fackel-Dimers. Drüben haben wir auch nichts. Okay, dann laufen wir wieder runter. Oh, da rumort das Spezies. Wahrscheinlich zurzeit gerade euer Lieblingsspezies. Also meinst du ja immer noch definitiv Rucade. Also das ist viel besser als dieses Coca-Cola Mezzomix und so, weil es einfach irgendwie fruchtiger und aromatischer schmeckt. Weißt du, das Mezzomix schmeckt irgendwie einfach nur süß. Und ich muss so, oh nee. Okay, das ging jetzt aber. Das hat schon was? Nee, das war's, glaub. Gut, das hätten wir. Dann machen wir jetzt noch die Holzfäller Crash, würde ich sagen, dass man noch günstiger ins Lager reinkommt. Und dann müssen wir gerade nochmal hier hochlaufen mit dem Kollege Schwätze, der da rumschaut. So. Geil, wieder richtig guter Loot hier im Start. Wie gesagt, also werden wir jetzt so ein 10er Geschicklichkeitsamulett irgendwo finden. Da will ich das natürlich schon tragen. Ey. Das wird dann natürlich schon geil. Ach, jetzt habe ich Bock auf diesen scheiß Eschenbogen. Was ist denn los? Mann. Ey, wir müssen eigentlich auf Bogen skillen, nicht wieder weiter auf Geschick. Das bringt ja nichts, wenn wir das stärkste Bogen tragen. Du kommst nicht von hier, oder? Scheinst eine weite Reise hinter dir zu haben. Oh, das fällt dir jetzt erst auf, okay. Es wäre ein Kinderspiel, sein Geldbeutel zu klauen. Dann machen wir doch erstmal das. Geil. Beschäftigt? Hör bloß auf. Henry will, dass ich hier die ganzen Bäume abholze. Henry? Er führt unseren Trupp an. Jawohl. Er steht die ganze Zeit vor unserem Lager und hält große Reden. Mehr Einsatz für die Gemeinschaft und so ein Dreck. Dabei macht er selber keinen Finger krumm. Nee, er trägt halt die Verantwortung, weißt du? Wo ist euer Lager? Du gehst einfach den Weg hier weiter Richtung Westen. Dann kannst du Henry schon herumstehen sehen. Mhm. Henry ist euer Anführer. Henry ist euer Anführer? Ja, der Anführer von unserem Entertrupp. Unser Captain ist Craig. Aber der ist zurzeit nicht da. Sorry. Ich muss weiter. Hey, wenn du zu unserem Lager gehst, kannst du Henry was von mir ausrichten.
Die Bäume hier sind verdammt hartnäckig. Er wird noch eine Weile auf sein Holz warten müssen. Sag ihm das. Jawohl, mach ich. Jetzt gehen wir wirklich in einen richtig geiler Raum. Jetzt holen wir uns nämlich auch den Stunt-Bonus. Genau, ihr habt es richtig gehört. Der Stunt-Bonus in Gothic 2. Und zwar, der ist hier oben versteckt. Müssen wir gerade hier aufklettern. Und dann... Komm. Und dann noch eine Stufe. Dann müssen wir hier oben erstmal looten. Zap, zap. Und noch eine Schafsfell. Da kriegen wir wieder später Anmaule von unserem Boss, weil wir uns schon ein halbes Jahr nur hin blicken lassen bei dem. So, geil. Schön neblig. Und dann jetzt würde ich sagen, ab die Post. Geronimo. Bam, 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 bam. Der Stunt-Bonus. Und da ist er. Ah, wie kommen wir jetzt raus? Scheiße. Leute, Leute. Ganz einfach. Ganz einfach. Jetzt aber. Ich habe auch so das einzige richtige Tauchen, was man in Gothic 2 machen kann. Also nicht wie in Gothic 1 zum Beispiel, wo man noch schön in Xardas Turm reintauchen kann. So, hier haben wir die Viecher mal schön weg. Geben wir den eins auf den Deckel, auf der speichern wir schnell. Fast nichts wird. Bei Lurker sind ja bekanntlich unser Erzfeind. Beziehungsweise nach Blutfliegen und Goblins. Easy! Der mir hier erstmal wieder eure Fackel anzünden. Geil, die hat wieder zurück ins Inventar geschmissen, okay. Und dann zeigen wir euch mal hier, was hier so gibt. Das nehmen wir alles mit. Das ist so eine kleine Kristallhöhle, wo es ein bisschen Schwefel gibt. Geld. Das Skelett dahinter. Ich würde echt interessieren, wer das war. Ob da einer mal zufällig hintergeflogen ist. Und dann dem hinausgekommen ist. Wobei jetzt der Ausgang ja sehr stark gekennzeichnet ist eigentlich. Das könnte echt schwer hinaus zum Tower, würde ich mal sagen. Das kriegt auch der Laie, ne? So. Hier, den nehmen wir noch mit. Das hätten wir. Gut. Dunkelpilz mit, den dürfen wir halt vergessen. Und ab geht's. Und weg sind wir. So, und jetzt nehmen wir noch gleich das Geheimnis mit eigentlich. Mit den zwei tote Piraten. Tja, dann müssen wir hier hoch. Da ist nämlich nicht. Das ist hier. Das sieht man auch schon oben. Die Höhle. So, da ist sie nämlich. Müssen wir erstmal drauf kommen, dass die hier verstecken. Aber wir können natürlich nur die plündern und nicht die Waffen mit dem Enkel sind. Henk heißt es so. Hier, Morgens Ring. Ah, guck, es steht sogar doch dran. Einer Talentbonus plus 10%. Alte Münze. Und der Henk hat nur eine alte Münze. Trank. Trank. So, jetzt ist die Frage. Ziehen wir unseren plus 3 Geschicklichkeitsring aus? Ja, würde ich jetzt erstmal machen. Und dafür diesen 1% Bonusring tragen, weil der einfach doch ein bisschen geiler ist. Und dann auf 3 Geschicklichkeit, da können wir noch verzichten. Das ist jetzt 5, okay, aber die 3. Naja. Überlegt mal, jetzt haben wir 45% Einhänder schon. Sehr geil. Bei manchen wäre ich jetzt schon, also hätte ich jetzt so auf Einhänder gespielt, also quasi Stärke Einhänder, hätten wir jetzt vielleicht schon 60% und könnten neue Moves auspacken. Wobei ich ehrlich, ach komm, jetzt müssen wir irgendwie so raus. Okay, jetzt schon mal wieder. Wobei ich ehrlich gesagt die Rechnung irgendwie nicht verstehe, also ich habe ja auch Spielstände gehabt schon, da habe ich das, da habe ich auf 2-mal gespielt, hatte ich die 2-mal auf 100%. Das heißt ja, ich meine, müsste 100% kritischen Damage machen, was aber eigentlich nicht passiert. Also man macht halt... Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht gemerkt, dass ich irgendwie mehr Damage mache. Deswegen finde ich diese Rechnung irgendwie ein bisschen komisch. Und so krass stark war man dann auch nicht. Da muss man eher denken, wahrscheinlich ist Stärke dann die bessere Option, wenn man einfach dann doch deutlich mehr Schaden insgesamt macht, als sich auf einzelne spezielle Treffer zu verlassen. Wahrscheinlich doch besser. Ich sollte manchmal die ganze Rechnungstabelle, dann gibt es hier auf World of Gothic, da gibt es ja diese ganze Rechnungstabellen, wie welcher Schaden und Damage berechnet wird. Wohin muss denn hier? Mehr Fackeln. Geil. So, hätten wir die Quest auch abgeschlossen.
Was bleibt uns noch übrig? Ich glaube, das war's jetzt größtenteils. Wir können jetzt doch nur im Banditenlager vorbei. Aber die Piraten, ey, die würden uns ja umbringen, wenn man sie mit Banditen bezeichnet. Ich habe Beleidigungen für die. Das sind ja ehrenhafte Piraten und keine dreckige Bandite. Aha, du bist noch Stress, oder? Komm her. Gib nur deine Erfahrung. Geil. So ist recht. So, Dele. Die Esche wird sich mit mir, da habe ich nichts verkommen, denn mir ist ein rechter Schwabe. Das ist eine super Sache. Und wenn uns einer was blöd sagt, dann kriegt er alles aufs Dach. Da dann. Oh Gott. Improvisation for the win. Links oder rechts rum? Ich glaube links rum, ja. Links rum sieht gut aus. Kann man dem erzählen, dass wir da zwei Leiche gefunden haben? Ich glaube, den interessiert es eher weniger. Ich muss weiter. Ich muss. Lass dich. Ja, danke, danke. Oh, jetzt kommt der Nachtexpress. Wir sind nämlich Amazon Prime und liefert überall hin. Und natürlich auch nachts in einem Tag. Ich muss ein bisschen schneller mal da sein. Eigentlich müssen wir jetzt Snapperkraut fressen, um die Kriterien zu erfüllen. Das ist echt so. Alle Amazon Prime-Mitarbeiter müssen Snapperkraut fressen, damit sie so schnell wie möglich ausliefern können. Oh Gott, das wär's ja wieder. Geile Coffee-Gun-Spielung hier. Ah, da haben wir noch was. Jawohl, guter Blauflieder. Was wir ganz vergessen hin. Wenn wir nur so oberflächlich da oben alles rumgemacht haben, hätten noch. Haha, ein Lederbeutel ganz versteckt hier. Ist aber laut. Wir hätten da oben noch ein bisschen um die Türme herumlaufen müssen, weil ich glaube, dahinter ist noch ein bisschen was und das sind auch. Hier nämlich Fangheuschrecke. Die hauen wir weg. Ja, das war jetzt ein bisschen dumm hier. Das war mega dumm und der bestimmt auch sehr spät und beschissen gespeichert. Das war so klar, hey. Das war so klar. Haben wir die wenigstens gelootet, ne, dass wir es liegen lassen? Nichts zu holen. Ja, jetzt liegen sie auf einmal anders da, okay. Ah ja, der hat seinen Kopf in dem Arsch vom anderen. Geil. Och, Mann, das ist wieder das klassische Coffee-Prozedere. Man hat vergessen zu speichern. Wenn wir noch den Baraden weghauen. Und jetzt fahren wir da wieder runter und sind hier doch nicht festgepackt, so wie vorher. Okay, das geht ja noch. Aber keine Sorge, wir fressen jetzt hier nämlich ein Snapperkraut, weil das tue ich euch nicht nochmal auf, weil das war jetzt mein Fehler. Da müssen wir uns auch dafür beschweren. Wieso, eigentlich geht man viel zu sparsam mit allem und am Ende verbraucht man sowieso 100, habe ich gern. Den hätten wir. Heilkraut. Feuernessel, das brauchen wir nicht. Kronstöckel brauchen wir auch. Snapperkraut. Und los geht's! Oh, da oben sind ja noch ein paar Goblins. Scheiße, scheiße. Vielleicht reicht's ja gerade bis zu denen hin. Ja, alles ist echt perfekt lang. So. Ah, komm, eins fressen wir noch. Tut uns ja heute weh. Und diesmal nicht vergessen, speichern, bevor wir so blöde Aktionen machen. Das war echt, das war einfach so dumm. Das war so unnötig hier. Müssen wir Lederbeutel nochmal einsammeln. Oh Gott. Jetzt machen wir nochmal die Fackel an. So. Jetzt läuft die ganze Geschichte schon besser. Ja, da oben machen wir jetzt schon ein bisschen clean. Wir können heute ja ein bisschen überziehen, weil ja schon lange nichts mehr von mir gehört. Und dann können wir ein bisschen heute mehr genießen, würde ich sagen. Oh, Dunkelpilz. Nehmen wir mit. Ist noch mit einer, nehmen wir auch mit. So, dann müssen wir hier nochmal gucken. Nach Blauflieder. Feldknöterich. Hallo, hallo, hallo. Da ist der Lederbeutel. So, und jetzt speichern wir die ganze Scheiße hier mal. Und riskieren jetzt auf ein neues, aber diesmal nur eins lang. Wir haben natürlich auch den Fehler gemacht, dass wir sie alle. Jetzt haben wir gelockt den. Das war natürlich auch geil. Das war taktisch unklug. Taktikfehler. Okay, zurück, zurück, zurück. Positioning. Zack, zack, zack. Okay. Gut. Da fehlt noch eine. Zwei, zwei, zwei. Okay.
hätte man. Sabolot nochmal. Jetzt brauchen wir kurz unsere Fackel, damit wir wegen was sehen. Ein bisschen können wir ja schon mitnehmen. Wir müssen die looten, weil das ist alles Zeug, was wir verkaufen. Ah, ja, jetzt sind aber. Das war sich halt ein Lichtzauber geschickt, weil der schaltet in unserer Hand, sondern der schwebt über uns rum und dann können wir uns halt trotzdem frei bewegen. Ja, nochmal eine Fackel. Als ob man jetzt schon genug hättet. Weidebeere und Weidebeere. Wir speichern wieder, wenn er wieder was draus gelernt hat, unsere Fehler. Waldbeere. So, dann müssen wir eigentlich da noch aufklettern und hinter oben der Turm rumlaufen und ob da was liegt. Ich glaube, da war eine Spruchrolle oder sowas. Ah, hier ist Rum, jawohl. Rum, das ist guter Rum. Das ist, glaube ich, die XP-Währung von Risen. Rum. Ja, Rum ist die XP-Währung. Übrigens, Risen kann ich auch sehr empfehlen. Auch sehr geiles Spiel. Also, ab Risen 2 ist Rum die Währung. Gerade Risen 1, Risen 2 und Risen 3 natürlich auch geil, wenn ihr mal Bock auf Piraten habt. So, hier müssen wir noch runter gucken, ob hier was liegt. Weil wir lassen ja nichts verkommen. Oftmals ist es halt echt so, wie schon tausende Mal erlebt, dass einfach hinter der Gebäude was liegt. Das ist halt typisch Gothic. Hier was. Ja, Heilkraut. Das nehmen wir mit. So, und jetzt sind wir aber wirklich mal genug und machen uns wirklich auf den Weg in Richtung Piratenlager. Haben wir heute wenigstens ein bisschen was krisse. Es ist halt so krass, wenn man merkt eigentlich jetzt erst durch die halbe Stunde Abschnitte, wie die Distanzen sind. Weißt du, ich dachte, oh ja, hier so die Distanz zwischen der Wassermagier und zwischen Piraten, die machst du mal locker weg, aber das ist halt wirklich so eine halbe Stunde schon ist. Mit Drum und Dram halt, dann ist schon wieder ein ordentliches Stück Arbeit. Das ist einem später erstmal bewusst, aber gut, oftmals, wenn man so Gothic-Session ohne Let's Play abzieht, dann merkt man halt, dass schön 6 Stunden rum sind. Halt! Freund oder Feind? Freund natürlich. Freund. Das kann ja jeder behaupten. Ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Ja, rein. Ich will da rein. Tatsächlich? Das kostet dich aber eine Kleinigkeit. 500 Goldstücke. Spinner, ey. Was? Wofür? Jetzt stell dich mal nicht so an. Hier im Lager gibt's eine Menge Sachen, die für dich interessant sein könnten. Mhm. Du hast doch Gold, oder? Können wir sich irgendwie einigen? Können wir uns nicht klauen, dass wir sein Gold, wenn wir bezahlt haben, vielleicht kriegen wir dann mehr. Gib mir einen Grund. Aber wir können wissen, wird's vielleicht billiger für dich. Ich soll morgen Fleisch. Ich soll morgen dieses Fleisch bringen. Aha, und wer schickt dich? Alligator Jack. Er sagt, morgen wartet schon darauf. So, so. Er selbst hat wohl keine Lust, was? Mhm. Malcolm schickt mich. Ich soll dir sagen, das mit dem Holz wird noch eine Weile dauern. Ja, ja. Hätte ich mir ja denken können. Das dauert mal wieder ewig. Hab eine Lieferung. Ich habe ja eine Lieferung für Skip. Ist der da? Ja, Skip ist hier. Und weiter? Voran. Ich frage mich, gibt's noch was? Mir ist jetzt nichts eingefallen. Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich muss dafür sorgen, dass diese elenden Jammerlappen hier die Palisade rechtzeitig fertig kriegen. Wenn das nicht klappt, wird Captain Greg mir in den Arsch treten. Nebenbei passe ich auf, dass hier nicht jeder einfach so reinstiefelt. So, hey. Greg ist dein Boss. Greg ist dein Boss? Allerdings. Und für dich immer noch Captain Greg, dass Captain das klar Greg. Ist. Captain Greg! Er ist ein großer Mann. Wenn du ihm begegnest, solltest du ihm nicht krumm kommen. Das würde dir nicht bekommen. Ja. Leider Scheiße. Ist er momentan nicht im Lager. Sein Stellvertreter heißt Francis. Er sitzt den ganzen Tag vor Gregs Hütte und glotzt uns bei der Arbeit zu. Geil, geil. Wofür baust denn die Palisade? Wofür baut ihr die Palisade? Na, um es den Banditen nicht so leicht zu machen. Die Bastarde werden immer dreister. Sie streunen schon seit Tagen um unser Lager herum, wie Haie um einen Schiffbrüchigen. Ein paar von den Mistkerlen haben sich beim Turm etwas südlich von hier verschanzt. Aber ich bin mir sicher, das ist nur die Vorhut. Sollten sie tatsächlich so dumm sein und einen Angriff versuchen, werden wir sie gebührend empfangen. Geil. Wegen der Banditen am Turm. Wegen der Banditen im Turm. Ja? Sie sind erledigt.
Hast du das ganz alleine fertiggebracht? Alle Achtung! Aus dir kann noch mal ein richtiger Pirat werden. Geil. Jetzt sind wir wahrscheinlich wirklich genug, dass er uns Warum uns sollten die Banditen euch angreifen? Weil Krieg ist zwischen ihnen und uns. Krieg! Was meinst Krieg. Du denn? Am Anfang war alles ganz locker. Wir haben sie hergebracht, sie sind in ihren Sumpf marschiert und haben uns in Ruhe gelassen. Aber mittlerweile greifen die Mistkerle jeden an, der nicht zu ihnen gehört. Was weiß ich, welcher Teufel sie reitet? Kann mir vorstellen, dass sie scharf auf unsere Boote sind. Es gibt nämlich keinen anderen Weg, um von hier wegzukommen. Frag mal Skip zu dem Thema. Der war bei ihnen und ist gerade mal ebenso mit dem Leben davongekommen. Ist eine interessante Geschichte, die er da zu erzählen hat. Nur schade, dass du sie nicht hören kannst. Du hast nämlich noch nicht deinen Wegzoll bezahlt. Depp. Mal gucken, was er will. Lass mich rein. Du hast mir eine Nachricht von unseren Holzfällern überbracht? Du willst für Alligator Jack den Laufburschen spielen und das Sumpfrattenfleisch zu morgen bringen? Du hast ein Päckchen für Skip? Und was am besten von allem ist, du hast uns die Galgenvögel am Turm vom Hals geschafft. Hätte nicht gedacht, dass du das alleine schaffst. Ich sag dir was, du kannst umsonst rein. Jawohl, geil, das erste Mal, dass ich es geschafft habe, umsonst reinzukommen. Premiere. Ist es einfach? Schwierig. Es wäre einfach sein Geld. Okay, dann können wir es probieren. Geil. Super Sache. Das erste Mal, dass es so weit gekommen ist. Und mit dieser geilen Nachricht können wir das heutige Let's Play auch beenden. Ich bedanke mich wieder, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Bleibt gesund. Bleibt daheim. Geht ein bisschen aus in nächster Zeit. Jetzt kann man wieder ein bisschen ruhiger werden. Immer noch Abstand halten, ganz wichtig. Und sonst liked die Videos, abonniert den Kanal, empfehlt mir weiter und mir bleibt nur zum Sagen, Ade, bis bald, euer Moritz.